Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, heute mal mit Joppi im Büro, ganz einfach, weil mich einige auch angeschrieben haben, warum ich so leise bin oder so traurig wirke. Das war ich gar nicht. Ich habe wirklich nur, also klar, vom Mikrofon her war es teilweise dann leise, das stimmt. Aber ich war jetzt nicht gestern traurig. Ich habe einfach nur probiert, wirklich ein bisschen leiser zu sprechen. Ganz einfach, damit mich da oben auf dem Balkon nicht zwingend die Nachbarn hören. Das wollte ich nicht. So, und deswegen habe ich mir so gedacht, okay, dann machen wir das Ganze doch einfach heute im Büro. Joppi hechelt noch ein bisschen. Ganz einfach, weil wir eine schöne Runde gemeinsam gedreht sind. Wir haben heute erstmal ein bisschen Frühsport gemacht, ein bisschen was für die Gesundheit getan. Und hier darf er sich jetzt ausruhen. Und das ist übrigens meistens so die Stelle, wo er neben mir liegt, wenn ich dort hinten auf diesem Hochstuhl sitze. Und jetzt seht ihr einfach mal die Perspektive von ihm. Das ist hier so sein Plätzchen, wo er sich meistens gemütlich macht. Ich habe hier hinten zwar noch eine Decke mit einer schönen Kerze angemacht, aber da will er meistens nicht hin, ne? Okay, aber lange Rede, gar keinen Sinn. Wir legen jetzt einfach mal los mit der Legung, was hier jemand über dich denken könnte, was hier so die Gedanken eines jenen sind. Und dann legen wir mal los. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Königinnen und Könige da draußen, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Worüber denkt hier gerade dein König nach? So, ich habe erstmal die Karte Co-Abhängigkeit. Dein Leben wird von Suchtverhalten negativ beeinflusst. Und dann haben wir aber tatsächlich die Massage und die Voodoo-Puppe. Und da gehe ich jetzt kurz in mich. Du guckst einfach ein bisschen auf den Joppi hier, was der so Schönes meint zu tun. Und dann lege ich los und sag dir, was hier so zwingen, was hier so seine Gedanken sein könnten. Ne? So. Wir legen los hier. Hier ist es so ein bisschen ähnlich wie gestern, mein Engel, dass jemand einfach weiß, dass man dein Leben wirklich sehr beeinflusst hat oder aktuell irgendwie sehr beeinflusst. Ja, also hier weiß jemand, dass du dich schwer konzentrieren kannst auf dein eigenes Leben, wenn es um das Thema mit euch beiden einfach hier geht. Na? Irgendwie weiß man auch, oder es wird hier jemanden auch klar, dass man immer wieder in deinen freien Willen auch eingegriffen hat und dass man aber auch selbst so ein bisschen vielleicht sogar auch besessen von dir war, dass man dich einfach auch selbst nicht in Ruhe lassen konnte. Na? Und wenn man hier an dich denkt, merkt man, dass du dich einfach mal wieder entspannen möchtest, dass du mit dem Thema, was euch beide betrifft, jetzt einfach erstmal ja, das Ganze loslassen willst. Ja? Aber wenn man hier an dich denkt, merkt man selbst oder weiß man, dass man bei dir trotz der negativen Eigenschaften hier, ja, trotz der Machtkämpfe vielleicht auch, trotz, dass man wirklich versucht hat, hier auch irgendwie Zwang auszuüben, weiß man, dass man mit dir den Alltagsstress abbauen kann und dass man sich tatsächlich wiederum auch bei dir entspannen kann. Hier ist es aber so, wenn jemand an dich denkt,
dass man dich schon in einer gewissen Art und Weise ja doch ausgenutzt hat, nämlich einfach um seinen eigenen Alltagsstress abzubauen. Und ja, irgendwie auch hier in dieser Legung wie gestern schon mit Joppi vor der Kamera, ne, ist es hier, dass man weiß, dass man dich wirklich von deinem Weg abbringt, dich wirklich groß beeinflusst hat oder dich gerade wirklich sehr beeinflusst. Und einfach will, dass du hier Dinge tust, dass du hier Zeit hast, so wie er das will. Ja, also ich muss schon sagen, hier checkt das schon jemand, dass man dich sozusagen schon fast vereinnahmt hat oder dich vielleicht bereits immer noch vereinnahmt und in deinen freien Willen irgendwo eingreift. Man checkt das, dass man hier so irgendwie gefühlt gar nicht an dein Wohl denkt, dass man einfach auch egoistisch ist, ganz einfach, weil man bei dir tatsächlich diese Entspannung findet, weil sich, wenn man mit dir zusammen ist, scheinbar sich hier alles löst, weil man das Gefühl hat, man fühlt sich frei. Also du gibst hier viele positive Dinge. Ja, also das ist hier wirklich positiv, was du zu geben hast. Aber es ist gleichzeitig so diese Besessenheit schon fast, dass man das auch unbedingt von dir will. Dass du das unbedingt zu tun hast, hier dafür gefühlt verantwortlich zu sein, dass er sich wohlfühlt, mein Engel. Ja. Und das ist schon fast zwanghaft hier, ne? Weil ich habe hier auch diesen Zwang ausüben, ja, dich hier irgendwie zu beeinflussen, dass du eben, so wie er das will, dass du das hier eben dann auch so verdammte Scheiße zu tun hast, ja, so auf die Art. Und da denkt er jetzt auch dran, wie man wirklich dich immer wieder dazu gebracht hat, dich eigentlich, nicht streiche eigentlich, von deinem Weg auch abzubringen, weil du hast ja hier auch noch ein Leben. Ja. Und da schauen wir jetzt mal weiter, was hier jemand auf der Herzebene hat. Ob dieserjenige, ne? Das ist hier dieses wieder wie gestern, dieses kümmere dich um mich, mach mich glücklich, bei dir habe ich keinen Stress, bei dir fühle ich mich wohl, was ja auch schön ist, aber hier ist eher so eine Besessenheit dahinter, dass du hier mit deinem Quark gefühlt schwer weiterkommst. Also hier ist es so, dass dich jemand ausbremst, ja, ausbremst in deinem Tun, mein Schatz. So, jetzt habe ich auf dem Herzen, achte auf die Warnsignale, die Zeichen warnen dich und ich habe die verwunschene Grotte und das Nebelhorn. Und hier habe ich, also auch wieder so dieses, dass sich hier jemand förmlich nach dir verzehrt. Aber gleichzeitig auch, dass das jemand auch endlich jetzt begreift. Dass man sich so nicht in dein Leben einzecken darf oder so egoistisch einfach auch mit dir hier umgeht, ne? Also er erhält auf jeden Fall, also er ist in so einer Hab-Acht-Stellung, ne? Weil ich habe ja auf der Herzebene gefragt und da läuten alle Signale gleich bei ihm, gerade. Und sogar mitunter das Nebelhorn, wo es darum geht, Augen öffnen, letzte Warnung, etwas endlich begreifen und den Kopf einschalten. Und sexuelle Bedürfnisse, sich nach jemandem verzehren. Ja, aber auch eine gefährliche Liebschaft. Ich muss es so sagen, es ist ähnlich wie in der gestrigen Legung. Also die Energien sind hier doch noch schwer präsent, dass hier jemand, ich sage es jetzt mal wirklich so, hier könnte jemand förmlich besessen danach sein, dass du hier verantwortlich sein könntest für sein ihr Glück.
Und jemand hat auch immer wieder das Bedürfnis, sich mit dir hier auch heimlich zu treffen. Ich habe hier einen geheimen Treffpunkt. Jemand hat das Bedürfnis, sich nach dir einfach zu verzehren, ja. Und plötzlich spürt man, dass man etwas begreifen sollte, was dich betrifft. Also hier spürt förmlich jemand selbst, dass man ohne dich irgendwie nicht kann, dass man von dir so eine, nicht, dass du hier abhängig bist, sondern dieser Typ hier, diese Kirsche, ist er abhängig von dir. Also hier begreift man förmlich so langsam, ich bin irgendwie abhängig von dir. Ich brauche dich. Ich brauche dich so sehr dafür, dass du mich hier glücklich machst. Und also ganz ehrlich, wenn du hier mit in Resonanz gehst, ist hier schon jemand förmlich fast zwanghaft unterwegs, dass du hier jemanden dabei unterstützt, wirklich glücklich zu sein und alles zu bekommen, was man will. Und das ist hier schon fast wahnhaft, mein Schatz, dass sich hier jemand so auf dich fixiert. Und dann letztendlich vielleicht wirklich schon fast Zwang wirklich ausübt, dass du hier so schalten und walten sollst, wie er das will. Also das ist jetzt wirklich interessant, ne? Aber der geht hier wirklich auf Hab-Acht-Stellung. Ich wiederhole es nochmal, dass er das jetzt selbst für sich auch begreift, dass man nicht immer hier zwanghaft irgendwie was von dir erwarten kann oder verlangen kann, ja, dass das so nicht geht. Ja, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du hier noch Kontakt zu jemandem hast oder ob der Kontakt jetzt schon abgebrochen ist, ob du ihm hier irgendetwas gesagt hast, beziehungsweise ihr, dass das so einfach nicht geht. Vielleicht hast du hier jemanden wirklich schon gesagt oder du hast es eben bald vor, dass du nicht immer da sein kannst, dass das so nicht funktioniert. Ja, dass du auch irgendwo Zeit für das, was du brauchst. Na, du brauchst halt auch Zeit für dein Leben, mein Engel. Es ist einfach so, ne? Und hier ist halt irgendjemand, der will auch hier in dieser Legung unbedingt, dass du Zeit hier verbringst mit diesen Menschen und hier alles tust und alles machst. Und es kann so nicht funktionieren. Das geht so nicht. Ja, und das könntest du hier bald jemanden signalisieren, dass das so nicht funktioniert auf Dauer, ja? Und da spürt er hier jetzt eben wirklich rein und spürt auch echt hier gewisse Zeichen, dass man jetzt echt was begreifen sollte, wenn es um die Bedürfnisse geht, die man bei dir zu stillen versucht, ja? Und da will ich jetzt mal gucken, wenn er das jetzt hier schnallt, beziehungsweise sie, wie will man denn hier weitermachen? Wie soll es denn dann hier weitergehen? Was wäre hier der mögliche Ausgang? Oh je, wir haben hier die Karte der Täuschung. Jemand verbirgt in dieser Beziehung sein wahres Selbst unter einer Maske. Oh je, die flüchtende Frau, der sture Esel, oh, und der Vampir. Ey, mein Schatz, ja, sorry, aber heute ist es hier keine Love Story. Ich habe heute noch kein Video vor der Kamera gemacht. Das lade ich aber, also jetzt, während ich diese Legung mache, mache ich danach erst eine Legung vor der Kamera. Ich weiß jetzt nicht, ob die besser wird. Aber hier ist es einfach so, ich habe hier die flüchtende Frau, ich habe den sturen Esel und ich habe hier den Vampir und die Täuschung.
Du, mein Engel, ich habe in dieser Legung ehrlich gesagt das Gefühl, dass du aus dieser Sache hier einfach nur noch rennst, ja, einfach nur noch wegrennst. Ja, Hinweis auf Trägheit und Faulheit. Mit dem Vampir habe ich hier die Neidenergie. Sich aussaugen lassen, eine schlechte Umgebung, falsche Menschen und eine Täuschung, wo jemand sein wahres Selbst unter einer Maske verbirgt. Also hier ist es wirklich so, mein Schatz, dass du wirklich rennen solltest hier, weglaufen solltest. Das ist das, was ich hier habe. Und vielleicht hast du das auch schon, ja. Vielleicht ist es auch einfach wieder eine Legung von deinem Ex, von deiner Ex hier irgendwie, aber jemand verbirgt hier jedes Mal sein wahres Selbst unter einer Maske. Also du könntest dich auch so langsam fragen, was will dieser Typ hier überhaupt von mir? Ich soll hier immer nur nach seiner Pfeife tanzen und ich will das gar nicht mehr und irgendwie steigt er mir hier vielleicht doch noch aufs Dach und ja, und vielleicht ist ja auch jemand dazu auch einfach noch faul und träge und, ne, weißt du, es kann wirklich sein, dass du hier mit jemandem verbunden warst oder aktuell auch einfach noch in Verbindung stehst, der will bei dir den Genuss. Ja, das steht ja auch hier, hier lösen sich die Krämpfe, ich kann bei dir entspannen, ich will mich von dir verwöhnen lassen, ne, aber, irgendwie könnte dir das hier echt zu viel werden. Ja? Hier könnte dir jemand, der hier so gefühlt schon fast besessen davon ist, dass du ihm das Leben schön machst, sehe ich hier einfach in der Zukunft, dass du hier ganz schnell aus der Sache flüchten wirst, weil du merkst, der Typ, ich weiß nicht, was mit denen hier los ist. Ich weiß nicht, was mit diesen Typen hier stimmt, weil jemand lässt mich sowieso nicht in seine Karten gucken und das Einzige, was ich hier machen kann, ist, dass ich den hier nach Strich und Faden irgendwie immer verwöhne. Wenn ich hier mal was wissen will oder so, haben wir immer Kommunikationsschwierigkeiten. Und ja, ich sehe einfach hier, dass du immer mehr merkst, dieser Typ ist faul. Der ist mega träge einfach. Alles, was mich betrifft, kommt der nicht in Aktion, aber ich darf ihn halt hier immer irgendwie verwöhnen. Ja. Und du rennst davor förmlich dann auch weg, dich hier noch weiterhin aussaugen zu lassen und vor dem Gefühl auch, dass dieser Mensch dir hier gar nicht gut tun könnte. Ja, also ich habe ja nun gefragt, wie soll denn das hier irgendwie weitergehen in der Zukunft? Und da steht jetzt nichts groß von ihm hier noch drin, dass hier von seiner Seite noch irgendwie was weitergehen soll, sondern eher, dass du hier aus einer Thematik abhaust, dass dir das zu bunt wird, dass du dir jämmerlich veralbert vorkommen könntest. Hier für jemanden vielleicht auch wirklich alles tun zu müssen. Ich rede vom Müssen, ja. Da könnte jemand echt das Gefühl geben, du machst das jetzt. Jemand zwingt dich hier zu einer Sache, die du gar nicht willst und vielleicht teilweise wirklich schon lange mitgemacht hast. Also diese Legung geht in Resonanz mit der gestrigen Legung, als ich mit Joppi da draußen auf dem Balkon gesessen habe. Es ändert sich hier gerade von den Energien her nicht. Außer dass ich hier einfach wieder sehen kann, dass das hier ein guter Rat ist an euch, wenn du merkst, dass hier jemand nur nimmt und du keine Zeit mehr hast, etwas für dich zu tun oder den Fokus vollkommen aus deinem Leben auch irgendwo verlierst, dann ist das hier meistens ein Anzeichen, dass hier was nicht richtig läuft. Und in dieser Legung habe ich einfach, dass hier jemand auch irgendwie meint zu nehmen,
Und dass dir das vielleicht auch klar wird, ja, dass du jetzt sozusagen so ein bisschen einen Wake-up-Call bekommst, ja, es kann ja auch gleichzeitig auch deine Energie sein, dass dir klar ist, boah, scheiße, ich mache mich hier irgendwie abhängig von jemandem oder jemand beeinflusst hier gerade so ein bisschen selbst mein eigenes Liebesleben, ja, es kann sein, dass dir jemand die Chance darauf auch nimmt, in der Liebe glücklich zu werden, weil hier jemand irgendwie dir so am Bein hängen könnte, schon fast wirklich besessen, und du hier wirklich immer tust und machst, ne? Und dass dir hier auch irgendwie selbst klar werden wird, dass du selbst in so einer Hab-Acht-Stellung bist und immer mehr merkst und auch immer mehr begreifst, dass hier jemand irgendwie auch immer nur einen geheimen Treffpunkt für eine Romanze hier planen will und sich ja doch jemand mega nach dir verzerrt, aber dass dir halt auch klar werden könnte, na, so schön kann es jetzt auch nicht gewesen sein. Ja, jemand hängt hier zwar förmlich an mir, aber ich habe permanent immer irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Wenn er da ist, es muss immer nach seinem Terminkalender gehen. Und viel tut er jetzt auch nicht, ne? Also das ist das, was ich hier habe. Hier tut jemand nicht viel dafür, dass es dir gut geht. Hier will jemand immer wieder, dass du viel tust, dass es jemandem hier gut geht. Und ich habe hier einfach demnächst, wirst du hier jemanden vielleicht auch mehr einfach nur als sturen Esel betrachten, ich sag's jetzt mal so, oder du wirst vielleicht selbst der sture Esel jetzt, weil du einfach sagst, nee, das ist mir hier zu blöd, das ist mir hier zu dumm, ich kann mit dem nicht reden, ich verliere hier immer wieder die Energie auch und ich habe keine Lust, mich mehr aussaugen zu lassen und ich habe auch kein Bock mehr darauf, mich mit falschen Menschen einfach hier zu umgeben. Das könnte dir hier zukünftig einfach auch immer mehr klar werden, dass das nicht mehr dein Lifestyle ist, den du hier leben möchtest, ne? Und darauf werde ich jetzt noch eine Karte legen. Eine Zusatzinfo, die ich gerne haben wollen würde, wo ich mit dir schauen möchte, ob es jetzt zwingend besser wird oder ja, wo der Hase hier vielleicht wirklich noch hinhoppeln könnte, sage ich mal. Und da lasst uns mal schauen, was könnte hier noch für eine Zusatzbotschaft vielleicht kommen. Auf dieses Szenario bitte. Gib mir mal bitte eine Message. So. Oh, da habe ich hier religiöse Faktoren. Auch wieder Beeinflussung, Beeinflussung. Also ich habe in dieser Legung, könnte dich jemand sehr beeinflussen, mein Engel. Und ich habe hier den Harlekin, ich habe den Springbrunnen und ich habe Alice und Onkel Raupe. Und da gehe ich jetzt noch mal tiefer ein, um dir zu sagen, was oder wie es hier vielleicht auch weitergehen könnte. Ja, also in dieser Situation findest du einen bestimmten Weg, den du gehen solltest. Und das kann ein spiritueller Weg sein. Es kann aber auch der Weg der Ehe sein, tatsächlich. Ja, also auch hier wieder, dass es möglich wäre, dass du vielleicht einen Weg jetzt gehst, wo du zu deinem Noch-Partner, zu deiner Noch-Partnerin zurückgehst. Ja, es kann ja wirklich sein, dass du hier irgendwie in einer Affäre steckst oder gesteckt hast und hier vielleicht selber noch verheiratet bist oder auch vergeben sein könntest, wie auch immer. Aber ich sehe auch gleichzeitig, weil ich hier habe religiöse Faktoren, dass es für dich wichtig sein könnte, vielleicht auch an etwas Höheres zu glauben,
Ein höherer Glaube könnte wichtig für dich sein. Es ist bewiesen, dass wenn man an etwas Höheres glaubt, sei es wirklich in die spirituelle Welt, an Gott, an irgendeine Religion, dass man wirklich psychisch gesünder ist. Und nicht, dass du jetzt psychisch krank bist, das will ich nicht sagen, aber bei einigen ist dieses Szenario hier vielleicht noch locker dargestellt, was ich dir jetzt gerade mitteile. Aber ihr könnten einige wirklich in der Bredouille sein und die Frage ist, wie komme ich da halt jetzt wirklich wieder raus aus der Situation? Und einige wissen nicht so richtig, wie sie da rauskommen. Und es kann wirklich wichtig für dich sein, dass du dich ja wirklich irgendwo mit dir mehr selbst beschäftigst, mein Engel, auf dem spirituellen Wege, vielleicht mit dem Glaube an Gott oder einer anderen Religion. Das könnte wichtig für dich sein, ja, einen spirituellen Weg zu gehen oder den Weg mit deinem Nochmann, mit deiner Nochfrau hier doch weiterzugehen. Und etwas einfach auch für dich zu tun. Es ist aber auch so, dass hier jemand deinen Weg wirklich beeinflusst, deinen spirituellen Weg wirklich beeinflussen könnte, einfach nur. Ja, also hier ist dann nochmal so diese Warnung, dass wenn du hier gerade alles gibst und alles tust für jemanden, dann könnte dich hier jemand nur vom Weg abbringen, weil du letztendlich. Du gehst hier gefühlt leer aus, ja. Und ich habe hier, das ist ein Typ, der ist irgendeine gefühlte Kunstfigur, ja, irgendein Exzentriker. Und der weicht hier voll von dem sozialen Normen ab. Und das könnte dich wirklich verwirren und irritieren, dass du am Ende vielleicht selbst gar nicht mehr weißt, was deine eigenen Werte eigentlich sind, weil du alles überwirfst, wenn du mit ihm hier zusammen bist, aber am Ende zieht irgendwie gefühlt dein Leben an dir vorbei, weil du dich vielleicht hier irgendwie immer um jemandes Wohl kümmerst, dass es jemandem gut geht. Aber trotzdem, ja. Dir geht's hier nicht gut, mein Engel, ne? Und ich habe auch hier die Karte von den Rücken gestärkt bekommen und erwachsen werden. Also irgendjemand könnte dir jetzt den Rücken stärken, vielleicht auch mit Hilfe dieses Videos, dass ich dir jetzt vielleicht wirklich auch sagen kann, dann lieber konzentrier dich auf deinen eigenen Weg, ja? Als hier irgendwie stets und ständig die Besessenheit eines anderen hier irgendwie erfüllen zu wollen. Es wird etwas anders laufen als geplant, mein Schatz. Und das ist wahrscheinlich diese Situation, in der du vielleicht jetzt aktuell steckst, wo du dir vielleicht nicht mal vorstellen kannst, dass du vielleicht hier viel zu viel gibst und tust. Es wird so kommen, dass du hier aus einer Sache eher flüchtest und nur noch wegrennst. Weil du merkst, dich bringt hier jemand von deinem Weg ab und jemand ist auch im Gegenteil dir gegenüber einfach nur faul, da jetzt hier mehr zu geben oder so. Also, wenn du hier echt in so einer Situation bist, mein Schatz, dann kann ich dir jetzt nur sagen, dass du demnächst laufen wirst, wegrennen wirst, ne? So, und dann schaue ich mal auf die Herzkarten, die ich hier habe. Und in der Liebe selbst könnte hier wirklich ein Neubeginn auf dich warten. Es könnte wirklich eine neue Liebe auf dich zukommen, aber auch wo Amors Pfeil wirklich getroffen hat. Lausche hier einfach mal in dich hinein, was hinter deinen Gefühlen steckt.
warum du das überhaupt zulässt, was hier gerade passiert oder warum du das zugelassen hast. Aber auch hier ist die Zukunftsprognose von lebe deine Träume voller Leidenschaft, mein Engel, und lass dich nicht von deinem Weg abbringen. Und eine neue Liebe könnte dich wirklich dazu bringen, das Alte loszulassen. Und hier könnte noch was Schönes am Start sein, zukünftig für dich. Aber der Tenor lautet hier: Hör auf, jemanden den Arsch zu pudern. Lass dich nicht von deinem Weg ablenken. Und mach dich bereit für ein neues Abenteuer, mein Schatz. Ne? Täglich hoffe ich, dass ich 14 Uhr eine Legung hochladen kann. Aktuell ist die Zeit noch von 14 Uhr. Ich bin am Überlegen, ob ich bald die Zeit noch mal ändern werde, aber da gebe ich in eines meiner Videos Bescheid. Abonniere den Kanal gerne kostenfrei, aktiviere die Glocke daneben, und wenn du nicht genug von mir kriegen kannst, beziehungsweise von Jobbi auch, schau dir die Legung auch gerne noch vor der Kamera an, weil wenn es zeitlich passt, mache ich meistens zwei Legungen pro Tag, aktuell noch ab 14 Uhr. Gell, Joppi? Jetzt schlafen wir eine Runde, oder? Genug gequasselt hier. Ich hab dich lieb. Mua! Ciao!